Hallo zusammen, wir kommen zum Teil 3, Industriegleis bearbeiten. Und da seht ihr noch den Stand, wie wir es verlassen haben. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ihr seht, ich habe wieder einen härteren Borstenpinsel genommen und werde jetzt einfach mal die Farbpigmente, die wir flüssig aufgetragen haben, die jetzt schön durchgetrocknet sind, werden abgebürstet. Um so erstens eine schönere Verteilung zu kriegen, zweitens da, wo man vielleicht ein bisschen zu viel Farbpigmente aufgebracht hat, das Ganze noch wieder zu verfeinern. Wie ihr seht, es staubt teilweise sogar richtig derbe, da war wohl sehr viel. Ja, nachdem wir jetzt das Ganze abgebürstet haben, ihr seht, die Schwellen haben einen gräulichen Ton. Kommen wir denn von AK zu dem Ultra Matt Lack. Also ich muss sagen, kann ich nur empfehlen, das ist der matteste Lack, den ich bislang auf dem Markt kennengelernt habe. Und den benutze ich auch für Alterungen und eigentlich alles, was wirklich stumpf, richtig stumpf, also total ohne Glanz sein soll, benutze. Ich denke, ihr konntet das erkennen. Die Artikelnummer habe ich ja mit der Flasche auch gezeigt. Und auch hier muss ich jetzt sagen, muss man ja immer wieder erwähnen, alle Artikel, die ihr hier seht, sind selbst gekauft. Es ist nichts gestellt oder ich mache auch nicht gewerblich Werbung. Ja, wie ihr jetzt seht, wir tupfen den Mattlack einfach auf, tupfen ist in diesem Falle besser, um nicht jetzt die Farbpigmente nochmal wieder zu verstreichen, weil dann kann es natürlich sein, dass irgendwo dann gar keine mehr sind. So, in der Zeit, wo jetzt der Mattlack trocknet, gehe ich an das nächste Gleis. Und hier könnt ihr jetzt mal sehen, wie ich zum Beispiel die Rangierwege neben die Gleise lege. Und das mache ich einfach mit stinknormaler Trittschalldämmung. Die hat nämlich genau die richtige Höhe, um sie neben das Roko-Leinengleis zu legen und so eine Ebene zu kriegen, auf der die Rangierer dann auch schön nachher zwischen die Wagen ins Gleis treten kann. Die Trittschalldämmung wird ganz normal, wie ihr seht, mit Ponal wieder aufgeklebt. Das ist jetzt so circa, ja, 1,3, 1,5 cm sind die Streifen, glaube ich, die ich da immer schneide. Ich habe mir da mal eine ganze Charge fertig gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau das Maß. Ja, und es kommen wieder die Gewichte zum Einsatz. Umso schöner kann das Ganze durchtrocknen. Auch im hinteren Bereich, weil bei diesem Stumpfgleis, was dann nachher das Lügleis wird, also für Ladung mit Übermaß oder wo gerne auch dann mal ja, Kesselwagen mit oranger Binde abgestellt werden, zwischengeparkt werden sozusagen, soll der Rangierer natürlich auf beiden Seiten des Fahrzeuges ohne Probleme laufen können. Deswegen kommt hier auch wieder auf beiden Seiten der Rangierweg. Wer sich wundert, warum der Berg immer noch offen ist, das hat folgenden Hintergrund. Dort sollen immer noch zwei Entkuppler rein, die nachher mit Servo halt bedient werden, damit wir das nachher vernünftig einsetzen können. Habe ich den Berg dort noch offen gelassen und
im Endeffekt kommt nachher dann auch so eine Spundwand hin. So, der Klarlack ist durchgetrocknet. Und hier könnt ihr auch mal sehen, mittlerweile ist auch der Platz fertig. So sieht es jetzt aus mit den gelaserten Betonplatten. Hier mal ein bisschen näher die Aufnahme der Schwellen. Sie sind also jetzt schon sehr, sehr grau. Aber das wollte ich ja in diesem Fall bei diesem Gleis auch haben. So, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu verarbeiten, nehme ich jetzt auch noch ein Umbra, ja, grünliches Grau aus dem Künstlerbedarf. Diese Läden kann ich sowieso für jeden Modellbahner oder Bastler nur empfehlen. Die haben so tolle Sachen. Und teilweise ist das auch wesentlich günstiger, als wenn man jetzt sich vom Modellbahnhersteller irgendwas kauft. Weil da ja doch schon die Künstler mehr auf Masse kaufen. So eine Dose, ich glaube, die wir jetzt gerade da in der Hand hatten, die kostet zum Beispiel zwischen 4,95 und 7 Euro. Es kommt immer drauf an, was für ein Farbpigment das ist. Und da habe ich zum Beispiel auch Rouge Schwarz. Wenn ich Rouge Schwarz habe, dann benutze ich nur diese Dosen. Weil erstens braucht man ja doch da schon sehr viel von. Und es ist in meinen Augen auch noch wesentlich intensiver. Ja, wie ihr seht, selbe Technik wieder. Immer so stellenweise trage ich jetzt da auch die Farbe auf. Natürlich jetzt nicht über die ganze Schwelle, weil es soll ja immer nur stellenweise so grünlich sein. Hier könnt ihr jetzt sehen, mittlerweile ist auch die Trittschalldämmung angetrocknet. Und dort entferne ich jetzt die Fixierschrauben. Ja, wer diese Technik nicht kennt, also bei uns ist nicht ein einziges Gleis genagelt, geschraubt oder wie auch immer. Lediglich beim Verlegen schrauben wir die Gleise fest, so wie ihr das jetzt hier seht. Wenn das Gleis dann so liegt, wie es final liegen soll, gehen wir mit einer Patex-Tube an den Schwellen Außenkanten entlang. Lassen diese gut 36 Stunden durchziehen. Ja, und dann kann man eigentlich die Schrauben schon wieder entfernen und das Gleis liegt fest. Dies hat mehrere Vorteile. Es überträgt dadurch nicht so stark das Laufgeräusch auf die Holzplatte. Des Weiteren ist so ein Gleis auch mal eben schnell wieder entfernt. Weil dann brauche ich nur mit einem Cuttermesser mal eben dran lang zu gehen und der Patex-Streifen ist abgeschnitten. Ja, hier werden jetzt die Trittschalldämmung dann schön in einem Erdbraun angestrichen. Falls es mal irgendwo nachher scheinen sollte bei dem Schotter, der ja da drauf kommt. So, mittlerweile ist jetzt auch die nächste Farbe wieder durchgetrocknet. Auch hier jetzt wieder mit dem starken Borstenpinsel die Stellen bearbeiten, mal stärker, mal schwächer, so dass wir verschiedene Farbnuancen eigentlich auf den Schwellen haben. Um nochmal auf die Gleise zurückzukommen,
Ich kann eigentlich jedem empfehlen. Ich weiß, dass viele zum Beispiel ihre Gleise komplett in Leim legen. Ich rate euch davon ab, weil wenn ihr mal was verändern wollt, dann zerstört ihr eigentlich wirklich das Schwellenband. Und das ist in diesem Fall, so wie wir es machen, überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich nur ein ganz dünner Streifen, der an der Außenkante der Schwellen das ganze Schwellenband fixiert. So, nachdem wir jetzt hier auch wieder den Klarlack drauf gemacht haben, seht ihr schon, jetzt sieht das Band, das Schwellenband oder die Schwelle nicht mehr so gleichmäßig aus. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Und ich weise nochmal darauf hin, wie gesagt, diese Art und Weise, die ich jetzt mache, habe ich so vorher eigentlich auch noch nie gemacht. Also auf das Endergebnis bin ich eigentlich auch immer so selber gespannt. Ja, nun kommt die nächste Farbe, ein noch stärkeres Grün. Und auch das tragen wir dann nur so ab und zu mal auf. Weil das ist dann ja schon so ohne Stimmwelle mal, ja, man kann schon sagen, fast morsches, weil das Moos sich da schon eingenistet hat. Und deswegen machen wir jetzt hier auch nur so ein paar Stellen. Da seht ihr jetzt den gesiebten Vogelsand. Ja, da waren ein paar dickere Brocken bei, das ist aber nicht schlimm, weil der ist jetzt schon ein paar Mal öfters benutzt. Und auch den befestigen wir einfach wieder mit ganz normalem Punal. Deswegen haben wir ja auch die Trittschalldämmung vorher farblich angemalt. Weil bei Leim kann es immer wieder mal sein, dass da so der Sand nicht ganz hält. Deswegen, falls es durchscheint, fällt es nicht wirklich auf. Und da kommt wieder genau dieselbe Schippe wie beim Schottern zum Einsatz. Es wird großzügig der eingefärbte Sand. Also diesen Sand färbe ich, wie gesagt, immer selber ein, auch mit Farbpigmenten in verschiedensten Mischungen. Deswegen, Farbpigmente sind eigentlich immer im Haus. Da kann man nämlich wirklich tolle Sachen mitmachen. Sei es beim Altern, sei es um Sand einzufärben oder wirklich mal großflächig auch auf der Anlagenplatte was einzufärben und zu altern dadurch. Man muss da einfach mal selber so immer die Technik rausfinden, die einem am besten selber liegt. Und halt, ja, hier wird ja zum Beispiel noch der Sand in den Leim reingedrückt. Auch dafür kann man so schön so ein Gewicht nehmen. Und ja, was ich sagen wollte, nicht immer nur das nehmen, was die wirklich Modellbahnhersteller anbieten. Schaut über den Tellerrand, benutzt ganz normale Naturmaterialien, Sachen aus dem Künstlerbedarf. Wenn ihr sowas in der Nähe habt, bei euch in der Stadt oder im Dorf, besucht so einen Laden. Die haben meistens wesentlich bessere Pinsel zum Beispiel und auch andere Sachen, die man sehr gut gebrauchen kann. So. Hier seht ihr jetzt mal das Endergebnis.
wie die Schwellen aussehen. Und ja, dann würde ich sagen, es ist dies auch mit Teil 3 gewesen. Und wir sehen uns bald wieder bei Teil 4. Hier könnt ihr nochmal den Platz sehen. Viel Spaß. Bye bye.